In diesem Evangelium gilt es etwas, was sehr schön ist. Die Treue. Treue von Jüngern, die bei Johannes dem Täufer geblieben sind. Jetzt werdet ihr dann sagen, ja, wieso Treue? Müssten sie nicht längst bei Jesus sein? Johannes der Täufer wurde ja ins Gefängnis geworfen. Und es gibt noch Menschen, die sein Wort, seine Predigt gehört haben und durch dieses Wort Gottes, das er gepredigt hat, auch ihm treu geblieben sind, ihn besucht haben im Gefängnis. Und Jesus hat ja gesagt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. In anderen Worten, indem sie Johannes den Täufer besucht haben, haben sie auch Jesus besucht, haben sie Johannes getröstet, haben sie ihm beigestanden. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, was wir heute zuerst mal so während dem Lesen des Evangeliums ist klar geworden ist. Sie sind Jünger und zu einem Jünger gehört Treue. Aber jetzt kommen wir wieder zur Lesung. Und die Brücke ist das Evangelium. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Die Lesung, die wir gehört haben, die ist wirklich so schön, so groß. Und Gott macht nicht einen Werbespot, aber es ist fast so, als ob er für sich selber wirbt, nicht verteidigt, aber wo er sagt, ich bin Gott und sonst niemand. Es gibt keinen anderen Retter außer als mich. Liebe Brüder und Schwestern, Gott will uns retten. Er will uns helfen. Lasst euch erretten, sagt er. Lasst euch helfen. Gott sagt nicht, du musst, aber er lädt immer wieder ein. Johannes der Täufer hat eingeladen, hat vorbereitet. Und dieses Gott selbst, der sagt, ja, ich möchte gerne helfen. Und wir spüren nicht etwas, sondern wir spüren das Herz Gottes, das aus Liebe zu Menschen ruft. Und wie sagt der heilige Pfarrer von Ars, sagt er, Gott läuft dem Sünder hinterher. Und er läuft jedem von uns hinterher. Lasst euch erretten. Das ist der Ruf Gottes aus seinem Herzen. Und dieser Ruf, den gibt es bis auf den heutigen Tag. Und wir Priester, wir, so wie Johannes der Täufer, wir sind aufgerufen, nicht für uns selbst zu rufen, sondern stellvertretend für Gott, so wie die Propheten es getan haben. Und es braucht auch diese Demut von uns Priestern, dass wir nicht uns selbst oder irgendetwas so verkünden, wo wir Gescheites gelesen haben, sondern dass wir Sprachrohr Gottes sind. Und das Gleiche gilt auch für Eltern, für Erzieher, Katecheten, Katechetinnen. Wir verkünden nicht uns selbst, sondern wir verkündigen Gott. Liebe Brüder und Schwestern, Johannes Täufer hat von sich gesagt, ja, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ich kann mich erinnern, als ich ganz junger Priester war, da gab es ältere Priester damals schon, und das war in den 80er Jahren, also Ende der 80er, die haben gesagt, ja, ich bin Vox Clamantis in Deserto, ich rufe in der Wüste hier in Luxemburg, aber wer hört schon noch? Wer hört noch die Stimme Gottes? Und wie viel mehr müssten wir das heute sagen in unserer Zeit? Wer hört denn noch und wer will die Stimme Gottes hören? Und wenn ich das jetzt sage, sage ich es auch an die Adresse von meinen Mitbrüdern, den Priestern. Lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen von Zahlen, die so hoch sind oder so tief sind oder noch tiefer sind. Sei einfach ein Rufer in der Wüste. Ich darf ein kleines Zeugnis geben, das mir jetzt auch gerade einfällt. Eine Tochter, auch schon ein bisschen ältere Tochter, so 15, 16, hat zu ihrer Mutter gesagt, Mama, ich möchte nicht mehr mit zur Kirche kommen. Und dann hat die Mutter gesagt, hör mal, komm noch einmal mit zum Sonntag Gottesdienst. Und dann war sie hier in der Kirche mit ihrer Tochter, ich wusste von all dem nicht, das habe ich später erst erfahren. Und dann nach der Messe hat die Tochter gesagt, Mama,
ich werde weiter mit zur Heiligen Messe kommen. Ja, warum denn? Und sie hat zweierlei gesagt, zwei Dinge. Erstens hat sie gesagt, es gibt Menschen hier in der Heiligen Messe, die Respekt vor Gott haben. Sie knien nieder vor der Wandlung oder während der Wandlung. Sie haben Respekt. Und diese Teenager hat das gesehen. Und dann hat sie noch etwas gesagt. Sie hat gesagt, hier wird Wort Gottes verkündet. Hier wird ohne Angst die Wahrheit gesagt, auch wenn sie nicht so angenehm ist. Und jetzt, vor einiger Zeit, hat diese Tochter zur Mutter gesagt, Mama, ich möchte jetzt beichten. Und die Mutter hat mir gesagt, damals, als sie erst Kommunion gemacht hat, das war auch in einer anderen Ortschaft, und das ist aber jetzt schon so allgemein in Luxemburg. Sie war noch nie zur Beichte, auch nicht zur ersten heiligen Kommunion zur Beichte, ohne das alles. Liebe Brüder und Schwestern und jetzt liebe Mitbrüder, liebe Priester, wir verkünden die Wahrheit Gottes, gelegen oder ungelegen. Wir müssen und können nicht anders, als dass dem Herzen Gottes eine Stimme geben. Und irgendwann trifft die Stimme Gottes das Herz von Menschen, auch von jungen Menschen. Nicht, weil wir schön geschliffene Rhetorik haben, sondern weil wir in Demut dem Herzen Gottes eine Stimme geben. Und beklagen wir uns nicht über die Wüste oder über das, was alles nicht läuft, freuen wir uns darüber, an dem, wo Menschen Hunger haben, Hunger nach dem Wort Gottes. Und sei dir bewusst, es gibt viele Menschen, die haben Hunger nach Gott. Es ist keine einfache Zeit, aber Gott bleibt Gott. Und er macht sich nicht abhängig von dem, was die Menschen über ihn denken oder nicht denken. Davon macht Gott sich nicht abhängig. Gott hat alles getan. Und eines Tages wird jedes Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, wie es hier steht, nur beim Herrn, sagt man, gibt es Rettung und Schutz. Paulus hat dieses Wort auch aufgegriffen aus dem Propheten Jesaja und er formuliert es weiter und zeigt damit, dass Gott nicht nur Worte spricht und schöne Poesie dadurch die Propheten ankündigen lässt. Paulus wird später sagen, vor ihm wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Damals, der Prophet Jesaja wusste noch nichts von Jesus Christus, aber er hat gesagt, bei ihm gibt es Rettung und Schutz. Und das Wort Jesus heißt, Gott rettet. Seht ihr, wie treu Gott ist und wie er sein Wort erfüllt, wie das Wort Fleisch wird, konkret wird. Gott ist konkret. Seien wir auch konkret, liebe Brüder und Schwestern. Und machen wir uns diese Worte der Lesung, die mir zu Anfang der heutigen Lesung stehen, zu eigen. Tauet ihr Himmel von oben, ihr Wolken lasst Gerechtigkeit regnen, schickt Jesus den Heiland vom Himmel. Liebe Brüder und Schwestern, das ist genau der Ruf vom Advent. Rorate den Schönen. Ihr Himmel, reißt euch auf, Tau, komm herab. Gott, bring deinen Trost, bring den Trost aus deinem Herzen, der Mensch geworden ist, der ein Gesicht hat, eine Stimme hat, Augen, Ohren, ein Herz hat, Hände hat. Hände, die sich kreuzigen lassen. Schick uns diesen Trost, damit jeder ihn erkennen möge, an ihn glauben möge. Und bekennen möge, dass Jesus Christus der Einzige, der wahre Gott ist, der uns zum himmlischen Vater und an sein Herz führt. Möge diese Gnade uns selbst, unseren Familien, unserer Kirche und auch uns Priestern immer neu gewährt werden, damit wir in Einfachheit, in Demut, aber in festem Glauben uns gegenseitig unterstützen, und fest mit dem Herrn rechnen,
denn nur bei ihm gibt es Rettung und Schutz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.